Worlds of Tomorrow. Wir alle sind gefragt, die Folgen der Klimakrise abzuwenden und Klimagerechtigkeit sowie eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Dafür ist es wichtig, zukunftsweisende Rahmenbedingungen zu schaffen. Junge, politisch engagierte Menschen und Entscheidungstragende können hier Einfluss nehmen und die Weichen stellen. In diesem Zusammenhang sind im Forschungsprojekt Tales of Tomorrow Geschichten und eine Vision entstanden. Geschichten, die dazu anregen sollen, Veränderungen anzustoßen. Hören Sie in Folge eine dieser Geschichten und lassen Sie sich inspirieren. Vorbild: Kleiner Stein. Vor 2 Jahren bin ich an einem heißen Julitag die Mariahilferstraße entlang gegangen mit einer kalten Cola in einer Glasflasche. Als ich sie ausgetrunken hatte, wollte ich sie wegschmeißen. Aber nirgendwo war ein Glascontainer zu finden. Ist doch wurscht, dachte ich. Auf diese eine Glasflasche kommt es wirklich nicht an. Ich werf sie einfach in die nächste Mülltonne. Aber dann habe ich meine Meinung geändert. Aufgrund einer Begegnung. Mit einem Stein. Gerade als ich die Colaflasche wegwerfen wollte, entdeckte ich neben der Mülltonne diesen kleinen Stein. Ich musste an das Fach Geologie und die besonderen Eigenschaften der Gesteine denken und daran, wie wichtig sie sind. Aus ihnen kann zum Beispiel ein Lebensraum, Baumaterial oder sogar wertvoller Schmuck werden. Zu wissen, was alles aus diesem kleinen Stein werden kann, hat mir klar gemacht, dass auch aus meiner einzelnen Glasflasche wieder etwas Wertvolles entstehen kann. Das war für mich Motivation, die Glasflasche zu nehmen und zum nächsten Glascontainer zu bringen. Und wenn aus einem kleinen Stein etwas so Wertvolles entstehen kann, sollte uns das nicht daran erinnern, dass auch jeder einzelne Mensch Wertvolles bewirken kann? Vorbild: Kleiner Stein, gesprochen von Nadine Apuzara. Das Projekt Tales of Tomorrow wurde vom österreichischen Klima- und Energiefonds im Rahmen des Austrian Climate Research Programs ACRP gefördert. Im Forschungsprojekt arbeitete ein Team der Umweltbundesamt GmbH und der Universität für Bodenkultur Wien. Weitere Informationen sowie alle Geschichten zum Download gibt es auf unserer Website talesoftomorrow.boku.ac.at.